Und dann auch hier ein bisschen seichter machen. Ein bisschen schöner da. Der Play dürfte eigentlich, weiß ich nicht. Genau. So, jetzt kommen da wieder ganze Flüsse, Flüsse aus dem Flussbett weg, genau. Ganze Bäumsche. Genau, hier geht's ja dann entlang. Hier geht's runter, kann ich eigentlich auch... Ah ja, ich kann auch gedrückt lassen, okay. So, dann wieder hier unten. Könnte ich theoretisch lassen, mache ich aber nicht. So, gibt es... Ich weiß gar nicht, hat man hier eigentlich auch die Möglichkeit, irgendwie so Dekorationen... Nee, das war das Falsche. So Dekorationssachen hinzubauen? Vielleicht Steine oder sonstiges Zeug? Doch, Steine können wir hinbauen. Hier, dann könnte man auch mal so... Ist dann doch ein bisschen. Oder? Oh Gott. Ob das jetzt so funktioniert? No! Der dreht schon über die Ufer. Okay, Stein ist nicht so gut. Dann noch ein bisschen stärker. Dann machen wir es hier noch ein bisschen tiefer. Und wir machen es nochmal hier so ein bisschen hoch. Dass nicht ganz so viel Wasser durchkommt. So. Dürfte dann eigentlich doch schon okay sein. Natürlich machen wir dann noch hier so ein paar Sicherheitsvorkehrungen hin, solange wir hier noch gerade aktuell rumbauen. Nicht, dass wir hier die ganze Stadt unter Wasser setzen. Wäre nicht so praktisch. Genau. Und dann mache ich hier einfach so einen... Ah, ist doch blöd. Dann mache ich das Ding doch lieber ganz tief und schraub dann die Pumpe rein. Ja, bisschen zu tief. Fälle zu steil. Also wirklich. Das passt doch. So, hier einmal. Verbinden irgendwie ganz komisch. Ja gut, Strom hat's auch. Oh Gott. Noch ein bisschen tiefer machen. Das ist hier so... Ente langläuft. Dass hier dann so reinläuft.
Naja, da bin ich mal gespannt. Ob das sowas wird? Müsste halt noch mal eine ganze Ecke tiefer sein hier. Das ist, was sie wirklich von drüben bis hier durchlaufen kann. So, aber jetzt. Okay, also wenn es jetzt nicht geht, dann weiß ich auch nicht mehr. Ich finde es doch eigentlich nett. Ich muss nur kurz in die Perspektive gehen. Sieht... Ich weiß ja auch nicht. Doch. Passt. Kann zwar sein, dass es jetzt noch manchmal, minimal ein bisschen über die Ufer tritt, aber das ist eigentlich... Das ist eigentlich akzeptabel. Es ist schon okay. Doch, also ich finde es gerade nett. Ich finde es gerade wirklich nett. Ist natürlich jetzt die Frage, ob man dann auch so einen Park in die Mitte machen wollen. Warum ist der Stau? Aha! Wieder wegen diesen Ampeln. Immer wegen diesen Ampeln. Na gut, die zwei haben Verfahrt. Oh Gott, wie viele Leute da unten drin stehen, wirklich. Ich habe irgendwie das Gefühl, diese U-Bahn-Station in der Mitte haben es ganz schön. Aber die haben es ganz schön in sich. Da warten ganz schön viel. Doch, ist okay. Das ist okay. Ist natürlich die Frage, wie lang dieser See... Huch, oh Gott, mein Laptop. Wie lang dieser See es aushalten kann, bis er halt wirklich extrem vollläuft mit dem Wasser. Das ist halt noch so eine Frage. Das müssen wir halt dann sehen, wie es halt dann so wird. Ach so, natürlich. Zu viel Erde. Naja, ich meine ja nur, könnt mehr abladen und dann Strom Z machen. Da haben wir erstens mal den Erdhügel weg. Zweitens mal haben wir dann auch die Erde weg. Ja, ist doch praktisch. So. Dann mache ich hier nochmal. Die ganzen Bäume weg. Also wenn man wirklich extrem viele Bäume hat auf der Karte, dann ist es schon anstrengend, die ganzen Bäume wegzupflücken. Aber sonst ist es eigentlich... Es geht. Ist noch akzeptabel, ist noch im einigermaßen grünen Bereich, die Bäume wegzuschrauben. Aber sonst... Sonst macht man sich damit, glaube ich, auch keine Freude. So.
So ganz bisschen Feinarbeit. Darf natürlich hier dann auch nicht fehlen. Also ich fände es gerade wirklich interessant, dass ich mich jetzt mal an den Park hier gewagt habe und so eine Idee mit dem Wasser hatte. Weil eine andere Idee hätte ich niemals gehabt. Wie ich das mit dem Wasser irgendwie hinbekommen hätte. Das ist doch schon okay. Wasser ist auch noch okay. Strom. Natürlich. Windräder, haben wir eigentlich schon eine Solaranlage? Ich glaube nein. Ach doch, hier. Ja. Müllbärsche. Hier leeren. Dann gibt man nochmal hier 3 Müllabfuhr, Verbrennungs... Ich finde es wirklich... Also einerseits ist es schon cool, aber andererseits ist es wirklich so doof, dass wir hier nur eine Insel für Müll haben. Wo sie dann halt ihren ganzen Müll hinfahren lassen können und dann wird er halt da verbrannt. Ist zwar schon einerseits praktisch, aber andererseits... Naja. Geht schon in Ordnung. Okay. Also ich frage mich halt, wenn wir jetzt hier den Wasseraustrittspunkt haben und da fließt halt dann hier entlang, so wunderschön, und ich frage mich halt dann, verdunstet das Wasser hier drin und überall, ehe es halt wirklich so permanent ekelhaft über die... Ah, wieder eine Ampel. So komisch über die Ufer tritt. Ist halt jetzt wirklich die Frage, wo ich mir stelle, ob das so ist. Tja, ja. Wäre zwar interessant, das mal zu wissen, aber... Naja. Verkehrstechnisch... Ja, na gut, naja. Verkehr kämpft sich halt dadurch. Kann man jetzt auch nichts machen. Ich frage mich aber, was wäre, wenn wir das hier wegmachen? Müsste es dann nicht eigentlich so sein, dass sich der ganze Verkehr von dieser Fahrbahn eigentlich auf die mittlere umschwenkt? Eigentlich ja schon, wenn ich das jetzt mal so mache. Hier ist ja viel mehr Verkehr als hier, das heißt, der Verkehr hat jetzt mehr Vorrang, da durchzukommen und macht das höchstwahrscheinlich dann besser. Aber sonst ist doch eigentlich schon so ein Flow drin. Also die stoppen jetzt nicht, also hier natürlich ja, aber sonst stoppen sie jetzt eigentlich nicht direkt auf der Autobahn, außer hier, weil sie hier irgendwie die Spur wechseln. Ich habe auch keine Ahnung, warum. Und sonst ist eigentlich alles relativ okay, noch im Rahmen. Kann besser sein, muss aber jetzt nicht besser sein. Ampel hasse ich. Warum ist eine Ampel? Tschüss Ampel. Tschüss Ampel. So. Okay, das Gebiet ist voll. Jetzt geht es hier weiter. Ist halt natürlich die Frage, vielleicht müssen wir ja darauf achten und dann auch immer mal wieder hier die Pumpe mal anschmeißen. Also es kann womöglich gut möglich sein. Ich weiß nicht, ob es wirklich so ein Mod gibt. Weil ich will halt wirklich nicht direkt die Pumpe sehen. Moment.
citizens behave. It is really just trying to bring as much realism as possible, but making it more fun than it actually is in real life. Maybe this sounds kind of weird, but